So, also weiter geht's mit den Achterradhäusern. Also 1 bis 3 waren 9er und 10er. 4 haben wir schon gesehen, das war Kindi 2. Und dann haben wir ganz schön an den Basen zu kämpfen gehabt, weil das alles hohe Achterradhäuser waren und eigentlich gar nicht schlechte Basen. Also wirklich, muss ich sagen, zum größten Teil gut gemacht. Und da haben wir einfach alles zusammengenommen. Also, Kindi 3 ist eigentlich ein 9er Rathaus mit dem fünften Zauber, mit Drachen. Kinder Weiße mit Lavahunden. Mercer war eigentlich der Einzige, der außer Kindi 2 dann noch als richtiges 8er Rathaus hier noch einen der oberen geschafft hat. Den 9er hat dann schon Jürgen angegriffen mit dem zweiten Angriff, der noch übrig war. Ego-Shooter hat noch zwei erledigt und die haben wirklich alle Angriffe verbraucht von den oberen. Haben wir nicht geschafft und der 14er hat dann eigentlich schon, sieht man eh, wir haben Dreier-Drachen, Fünfer Blitz mit Wut und das war dann eigentlich schon Fünfer Luftabwehr. Die waren dann schon eher einfach. Aber an den anderen Basen haben wir uns wirklich die Zähne ausgebissen. Und ich fange vielleicht nochmal mit dem guten Angriff an, mit Mercer. Und zwar, die Basis, die hat ein bisschen ein Schweineproblem. Und zwar, auf den ersten Blick sieht das gar nicht so aus. Auf den ersten Blick sagt man, okay, innen, große Gefahr, große. Hier können Bomben liegen. Nur die Fahnen, also die Fahnen hätte der Gegner nie hier hereinstellen dürfen, weil es ist klar, dass hier keine Doppelbombe liegen kann. Das heißt, der Tesla kann maximal dastehen. Wenn hier eine Doppelbombe liegt, läuft alles rundherum. Das heißt, es kann maximal hier ein Tesla stehen, hier Bomben, hier wieder Tesla. Und wie man so eine Basis am besten bekämpft mit wenn wir rausgehen, ist, dass ich von oben komme und hier einen Heilzauber setze. Dann kann mir nichts passieren, weil selbst wenn ein Schweini wird hier durchstreifen, wird Bomben auslösen. Aber man wird nie beide Bomben gleichzeitig auslösen, weil auf der anderen Seite keine Verteidigung steht. Und nicht alles, was in der Mitte ist, wo zweimal, also wo zwei Riesenbomben hinpassen, ist ein guter Bombenplatz. So, wieder die übliche Sache mit Doppelwut. Ah, nicht Doppelwut, Doppelgift. So, und jetzt geht er hinein. Jede Sache mit zwei Fingern hinein, mit zwei, aber gleich zwei Gruppen. Das ist wieder ein bisschen schlecht, weil wenn man so einen Bogen setzt, sind alle Verteidigungen relativ schnell weg und man kann hier wieder in Ruhe aufheilen. So hätte ich das Ganze gemacht. Die Sache ist die, jetzt hat er zu, das heißt, er hat eigentlich im Vergleich zum Bogen zwei Nachteile. Er hat von der großen Gruppe, also wenn ich vergleiche, ich habe mir zwei Möglichkeiten, Schweinis zu setzen. Große Gruppe oder Bogen. Der Vorteil der großen Gruppe ist, sind schnell im Zerstören von Verteidigungen und ich kann die Heilzauber mit der Heilzauber die ganze Gruppe heilen. Umgekehrt, zwei Gruppen aufgeteilt, da brauche ich mehr Heilzauber. Dafür sind sie nicht so anfällig gegen Riesenbomben. Wenn ich jetzt aber zwei Gruppen habe, habe ich die Nachteile von beiden. Nämlich, wenn mir eine Bo von den zwei Gruppen mit einer Riesenbombe landet und stirbt, ist der Angriff hinüber, weil eine Gruppe wird das allein nicht schaffen. Das heißt, den Nachteil von den Bomben habe ich trotzdem noch. Umgekehrt, den Vorteil des Heilzaubers habe ich auch nicht. Und darum ist besser wirklich Bogen, weil damit habe ich den Vorteil, also den Nachteil der Riesenbomben nicht. Habe aber sehr wohl wieder den Vorteil der Heilung, weil ich besser ein Gebäude schnell erledige und dann innen aufheile. Das heißt, es transformieren sich die
Es transformieren sich dann die vielen Schweinis, die aufgeteilten Schweinis, wieder in eine Gruppe hinein, wenn ich haben will. So, die Heilzauber hat er hier aber wirklich gut gesetzt und man sieht, die Bomben fliegen in die Luft. Schweinis bekommen Schaden, werden gleich wieder aufgeheilt und das war's dann. Er hat noch den Spar da. Etwa hier, der war nicht gut. Zwar ist mir an der Stelle schon egal, aber den hätte er hier setzen sollen. Dann hätte er den ganzen, hier nützt, die Schweine sind die beschaden gekommen. Die bekommen keinen Schaden. Die Schweine bekommen den Schaden. Und sobald die Luft erledigt haben, sind die draußen aus dem Heilungsbereich. Das heißt, er hat eigentlich einen großen Bereich verschwendet. So. Macht aber keinen großen Unterschied mehr. Und er hat sogar noch die aus der Clanburg und wie gesagt, 6 Doppelgift, 36 Schweine ist da eigentlich in Summe 41. Da kann man sich dann schon einiges leisten auch. Somit eindeutige 3 Sterne. Also bis auf den letzten Heilzauber und das Aufteilen am Anfang gut gemacht. So. Gut, und jetzt geht's mit den Gurken los. Und sagen wir mal, schauen wir mal. Ab 16 waren dann die 8 Radreis. Jetzt schauen wir mal durch, was wir da angegriffen haben. Blattwerk auf 15. Ja, das war typischer Go-Vibe-Angriff. Möchte ich vielleicht auch erzeigen, genau. So eine Basis, die muss immer mit Drachen angegriffen werden, weil ich blitz eine Luftabwehr und seit dem letzten Update, wenn ich eine Clanburg habe mit 25 Kapazität, kann ich mein Erdbeben schicken lassen. Das heißt, ich kann die Luftabwehr mit 2 Blitzen und einem Erdbeben erledigen. Also bis, selbst mit 4er Blitz geht mit, also 4er Blitz und 4er Erdbeben, sage ich dazu. Boomchim hat aber 3er Erdbeben, da kann ich zur Not 4er spenden. Ich werde auch bald 3 Erdbeben haben, damit ich 4er spenden kann. Also es ist verfügbar im Clan. Und mit 4er Erdbeben gespendet. Und mit 2 Blitzen Level 4 kann man 5er Luftabwehr ausschalten. Und da habe ich eine Wut verfügbar für die Drachen, damit ich die Luftabwehr erledigen kann. Und die 2er, da kann ich Ballone starten und oder von hier in etwa angreifen und das ist erledigt. Also und mit Go-Vibe hat man immer die Gefahr, dass das nur 2 werden. Selbst wenn die Basis klein ist, das Go-Vibe sollte man wirklich nutzen für offene Basen. Da ist Go-Vibe gut. Wenn ich 6er Luftabwehr habe, die nicht gut erreichbar ist, Gefahr von Riesenbomben, aber eine offene Basis. Das ist dann ein Fall für Go-Vibe. Und hier der typische Fall. Ich komme hinein, bleib stecken. Was hier so kritisch ist. Er kommt hier hinein und hat ab da keinen Plan mehr, wie es weitergeht. Das ist nur mehr Zufall. Und da sieht man, was da noch alles steht. Und ab dann ist es nur mehr chaotisch. Und man sieht ja, die Magier sterben dann schneller mal, wenn der Pech hat. Und nur der Bäcker alleine bekommt Schaden, dann auch von den Teslas, und der wird das alleine nicht schaffen. Sieht man hier relativ eindeutig. So, also. Da wird auch so eine Aktion beim 8er gerade 52%. So, der Rest dann. Den haben wir schon gesehen. So. Haben wir noch ein paar versteckte Gurken? Schauen wir mal.
Wo ist es schiefgegangen? Minimaus gegen 13er. Ist nicht gut, gell? So, was ist da schiefgegangen? Also, wenn ich die Basis ansehe, Luftfeger bläst hier. Das heißt, ich werde im Normalfall, von oben ist es zu weit. Von der Seite habe ich den Luftfeger, das heißt, ich werde von der Seite hier angreifen. Das ist auch deswegen gut, weil ich dann eine 6er Luft abschießen kann und im Zweifelsfall besser die 6er. Und weiters würde ich hier, die Bogentürme stehen eher oben. Das heißt, ich werde mich mit dem Angriff auch eher oben halten. Hier angreifen, äußere Drachen zuerst und hier die Ballone reinschicken. Dann fliegt der Bar darüber, sofern nicht hier ein Tesla steht, aber selbst dann sollte der noch drüben landen. Minimaus. Blitzt jetzt die einzige 5er Luftabwehr. Das heißt, sie blitzt schon mal die schwache Luftabwehr und greift dann auch noch gegen den Feger. Und den Drachen auch eine Gruppe, eher eine kleinere Gruppe erwischt. Und von der Breite her vom Aufteilen war schon gut. Das Problem ist, es müssen auch die äußeren Drachen zuerst, nicht in der Breite ansetzen, sondern äußere zuerst, dann fliegt die Gruppe so hinein. Wenn ich die mittleren ansetze oder aus irgendeinem Grund die mittleren Gebäude schneller weg sind und außen die großen Speicher sind, fliegen die Drachen so nach außen. Haben wir jetzt ein Problem reinzukommen. So. Und es bleiben eigentlich beide Luftabwehren dann stehen. Ja, okay. Außerdem die Bogentürme waren auch komplett auf der anderen Seite und die sollte man auch nicht unterschätzen, wenn das eine größere Gruppe ist. Also, so mittlere Bogentürme machen 50 Schaden. Also, 6 Bogentürme sind eine Luft. So, gut. Gurko Nummer 1. Petrus. Auf der Basis hat es auch Go-Wipe-Verbot gegeben. So, die Basis. Die haben die Gegner auch ein paar Mal gehabt. Und hier haben wir einen Plan. Oder sagen wir so, ich habe einen Plan gehabt. Und zwar, Update haben wir auch noch einen Eilzauber zur Verfügung. Also einen dunklen Zauber, den wir spenden. Und wenn ich ein maximales 8er Rathaus mit habe, mit wo ich 3er Drachen, ein Erdbeben, das man selber bauen kann. Und dann sollte hier ein Eilzauber sein, der gespendet wird, möglichst hoch. Die Strategie ist dann die, dass man vor allem typische Basis ist die, so eine Basis, wo die Luftabwehren doch ein bisschen aufgeteilt sind. Ich blitze eine Luftabwehr, greife mit Drachen die zweite Luftabwehr an. Wie gesagt, äußere Drachen zuerst, mittlere nach. Und habe dann die Wut für die Drachen. Und die Wut auch, die muss nicht nur die Speicher zerlegen, sondern auch den feindlichen Drachen. Und die bringt die Drachen hier am extrem weiter. Und die zweite, das ist erledigt. Das sollte ein Eilzauber sein. So, also wir haben gesagt, Drachen, also Blitz und Erdbeben ist 1. 1, 1. Gruppe 2 für die zweite Luftabwehr sind zwei Drachen und die Wut. Und für die dritte Luftabwehr, und zwar wie gehabt, erst wenn die Drachen, also wenn die Luft, also die Clantruppen raus sind aus der Clanburg und diese Luftabwehr auf einen der Drachen schießt, dann erledigen wir die dritte Luftabwehr mit dem Ballon. Und zwar mit den Ballonen 3 und dem Eilzauber, der ist auch 3.
So, für die dritte Luftabwehr. Und hier muss man ein bisschen tüfteln. Und zwar, wenn man sich das anschaut, hat man so ein Eck hier, wo man ansetzen kann, genau auf dem Eck. Und es gibt da drei Gebäude, die da spielen. Der Minenwerfer, die Kanone und der Bogitor. Und zwar, wenn ich genau hier im Eck ansetze, habe ich hier 1, 2, 2 plus 2 plus habe ich 5 Felder hinunter bis zum Kante der Luftabwehr. Also 2 rüber, 2 runter. Und zur Kanone habe ich auch 2 hinunter und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder hinüber. Das ist an der Kante, wird der Ballon zu dem Minenwerfer hinunterfliegen. Da oben wird er zur Kanone fliegen. Das heißt, ich muss mich möglichst unten halten. Das heißt, wenn ich das jetzt so einzeichne, je weiter ich runtergehe und je weiter ich so rübergehe, desto besser, desto leichter erwische ich den der Minenwerfer. Umgekehrt ist es so, ich habe den Bogiturm und den Minenwerfer auf einer Linie. Das heißt, ich muss, das sind vier Felder, dass ich darf hier, das sind zwei Felder. Das heißt, ich muss auch hier so ansetzen, dass ich näher bei dem Minenwerfer bin als bei dem Bogiturm. Das ist auch mit dem Eck noch gegeben. Und eventuell ein bisschen halbes Feld leicht über, weil wenn ich genau hier ansetze, fliegt er mehr rein. Sobald ich hier ansetze, fliegt er darüber zur Kanone. Wenn ich hier ansetze, fliegt er darunter. So, und das ist ein bisschen eine Tüftelei, funktioniert aber genau im Eck. So, und jetzt schauen wir uns an, was Petrus gemacht hat. Wichtig, das habe ich noch vergessen, Eilzauber habe ich dann zur Verfügung. Ballone fliegen hinein und der Eilzauber kommt dann in etwa hier so, dass er gerade den Minenwerfer noch bedeckt. Nicht auf die Luftabwehr, sondern den Minenwerfer. Das heißt, sobald die Ballone hier hineinfliegen, werden sie beschleunigt. Beim Minenwerfer haben sie immer eine Beschleunigung. Schaden bekommen sie ja nicht mehr. Das reicht auch so aus. Und dann werden sie rausbeschleunigt. Und der Rausbeschleunigung, diese Nachbeschleunigung, reicht locker bis zur Luftabwehr. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich mich falsch ansetze, was passiert dann, wenn ich zum Beispiel die Ballone biegen in die Richtung ab oder in die Richtung, kann passieren. Werden sie runterfliegen. Das heißt, ich werde im Normalfall die Ballone und wenn ich sehe, die Ballone fliegen auf den Bogiturm, dann was werde ich machen? Ich werde meinen Eilzauber hier setzen. Dann laufen die Ballone so rüber und werden auch da landen. Die Ballone rauffliegen. Was werde ich machen? Die Drachen werden sowieso das schon erledigt haben, zum größten Teil. Ich werde den Eilzauber hier setzen, damit die Ballone schnell hineinfliegen, schnell hinunter und landen auch dann da. So. Gut. Blitz, Erdbeben. Zusätzliches Erdbeben hat er nicht gehabt. So, und jetzt greift er von oben an und nicht von rechts oben. Das ist halt schon das Problem, dass er schwierig hat, die zwei Luft zu erwischen. Dann das nächste Problem. Die zwei Drachen sind zu spät. Und die nächste Sache ist, er hätte zuerst außen ansetzen sollen, dann innen. Jetzt hat er alles in die Mitte gesetzt und es fliegt alles so. Und das zusätzliche Problem, jetzt wartet er viel zu lange mit der Wut. Die Wut erwischt den Drachen jetzt schon gar nicht mehr. Und jetzt bleibt er in die Luftabwehr stehen. So. Und das dann leider.
So weit, so schlecht. So, also Minimaus, Petrus. Dum, 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 dum. Minimaus auf 12. Was ist da schief gegangen? Das schauen wir uns auch gleich an. So. Hier. Selbe Basis, selbe Strategie. Das einzige Minimaus, was sie nicht gehabt hat, ist die große Clanburg. Also es sind da 4 Ballone und der Eilzauber haben nicht Platz. Wäre aber dieselbe Strategie gewesen. Und genau hier, genau dasselbe Problem wieder. Drachen eng setzen, heißt, sie fliegen nach außen. Weil sie von der Mitte sind die Gebäude schnell weg, außen sind sie nicht weg, fliegen sie nach außen. Wenn man anfängt, hier bei einem Armeelagern, also am besten, auf der Innenkante vielleicht, hier anzusetzen, fliegt der Drache als nächstes hier hinein. Ich habe nicht einmal einen Drachen verloren. Und dann setze ich in der Mitte an, dann habe ich so einen Sogeffekt. Das heißt, zumindest bis zu der Reihe hier, bis zu dem Bereich, habe ich die Drachen schön hineingebracht. Dann werden ein paar nach außen fliegen vielleicht. Aber bis dorthin habe ich ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich die Luftabwehren schaffe. Das nächste ist, wenn die Luftabwehren so auseinanderstehen, gefährlich von oben drauf sind. Dann, wenn die Luftabwehren so in einem größeren Abstand stehen, ist es besser, man greift eine an und die zweite dann mit Ballonen. Man kann sich dann entscheiden, wenn einem das zu riskant ist. Nein, Zauber. Dann kann man auch den Weg, dass man sagt, die Drachen erledigen den Bereich wirklich auf der Flanke. Also Drachen schicke ich auf der Linie hinein, so in etwa auf der Breite. In dem ist ein rechter Winkel auf die Luftabwehr und die Luftabwehr steht weiter oben. Dann die Drachen hier und die Ballone in etwa so hinein. Das heißt, die Drachen werden genau die Luftabwehr erledigen, eventuell dann unten vorbeifliegen, wobei die Ballons eher auf der oberen Flanke sind und die Luftabwehr erledigen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Luftabwehr drauf geht, relativ groß. So, und hier, ja, ähnliches Problem wie vorher. Drachen fliegen außen herum. So. Gut. So, Petrus, noch eine Gurke. Auf den 12er. Haben wir schon gesehen? Okay. Kein Kommentar, da sind sich die Zauber nicht mehr ausgegangen. Ah, ja. Hier haben die 2 Blitze gefehlt. 2 Blitze und das Erdbeben. Ja. Das war so ein letzter 5-Minuten-Angriff. Nach dem Kuwait ausleeren und schnell farmen wegen Elixier. Naja, okay. So, in Summe, die Gurken ist noch einmal gut ausgegangen. So, und die nächste Episode für den nächsten Angriff gibt es gleich danach.